zum Kumpelinis ist euch schon immer aufgefallen, dass das deutsche Sprache eine ganz viel schwere Sprache ist? Ja, also mir ist das aufgefallen. Da hat mein Fräulinchen zu meinem Herrchen gesagt, du pass auf, mach das Tor richtig zu, nicht, dass die Hunde rausschlafen. Eine halbe Stunde später schreit mein Herrchen, wie er Fußball geguckt hat, Tor, Tor, Tor. Ja, und ich sitze jetzt hier am Tisch, ich armer Tor und bin so klug wie eh zuvor. Ja, das ist einmal ein Wort und drei Bedeutungen. Aha, immer das Tor zum Auf- und Zumachen, draußen in die Garde, immer das Tor von dem Fußballspiel, wo der Spieler das Tor gefunden hat mit seinem Balli. Und einmal das Tor, das ist der etwas dümmliche Typ, der ein bisschen blöd ist. Ja, das ist auch ein Tor. Ja, gibt drei Wörter, wo nur eine Bedeutung hat. Nee, umgekehrt. Drei Bedeutungen für ein englisches Wort. Und stell dir vor, da kommt jetzt jemand aus Frankreich oder Spanien oder Italien und will Deutsch lernen. Halt, der wird so ganz schier verrückt in die Kopf. Ja, dann bin ich so froh, dass Deutsch meine Muttersprache ist und meine Vatersprache. Verstehe ich, das kann ich nicht mehr so lernen. Das ist mir einfach so in den Sinn gekommen. Ja, also Freunde, lasst euch nicht Kehre machen. Wenn ihr Deutsch lernen wollt und noch nicht könnt, einfach nicht Kehre machen lassen und drauf losplappere. Jawohl, ja. So, Freunde, und ich wünsche euch alle, ob ihr jetzt hier geboren sind oder sonst wo, einen wunderschönen Tag und tschüss, euer Mogli mit die weiße Socke.